Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Ghost of Tsushima, die Insel Iki. So, wir sind dabei, einen Mönch zu retten für den Tempel, den wir davor gerade befreit haben, der vorigen Folge. Schauen wir mal, was wir hier für die Kameraden hier machen können. Hallo. Wir haben kein Essen für euch, mein Herr. Ich würde sowieso nichts annehmen. Nicht nach dem, was der Adlerstamm hier tat. Gab es Verletzte? Dank Doshun wurden wir verschont. Ein Mönch, der dieses Lager leitete. Er ging freiwillig mit den Mongolen mit, damit sie uns nichts antun. Wo sind sie jetzt? Wir wissen es nicht, aber unsere Leute suchen sie. Ich helfe. Ein Mann, der sich für andere opfert, sucht seinesgleichen. Hotoke kann euch sagen, wo unsere Männer suchen. Ihr Ehemann führt die Gruppe an. Okay. Wer ist das? Bist du das? Nein. Du? Du bist es. Wisst ihr, wohin die Männer gegangen sind, die nach Doshun suchen? Nein. Und ich werde auch nicht auf sie warten. Er opferte sich, damit ihr bleiben konntet. Ich habe ihn nicht drum gebeten. Und jetzt ist er fort. Und wir haben keine Vorräte mehr. Wozu soll ich noch bleiben? Okay, finde Hotokui. Das ist sie also nicht gewesen. Bist du's? Nein, du bist es auch nicht. Jo, wo ist sie denn? Da oben ist noch jemand. Hallo. Ich glaub's ja nicht. Ich auch nicht. Den letzten Samurai sah ich vor 15 Jahren. Ihr sprecht von Fürst Sakais Männern. Ja, bei der Invasion. Hier ist nichts für euch zu holen. Die fehlt ein Arm. Haben alles. Ich möchte bei der Suche nach Doshun helfen. Wirklich? Mein Mann und ein paar andere suchen nach ihm. Sie folgten dem Mongolen Richtung Brücke. Kommt mit. Bleibt lieber hier. Es könnte gefährlich werden. Ich will helfen. Ich schulde es Doshun. Mehr als den meisten. Ein schwerwiegender Verlust. Hier lang. Ja, da fehlt ein Arm. Kurs. Was ich vorhin sagte über die Samurai, tut mir leid. Die Invasion raubte mir vieles. Ihr meint euren Arm? Ihr müsst noch ein Kind gewesen sein. Ob Krieg oder nicht, das sollte nicht passieren. Ich fand einen verletzten Samurai im Stall und gab ihm Essen. Mein Vater erwischte mich, schnitt mir den Arm ab. Die Hand, die den Feind füttert. Das ist grausam. Er tat euch Unrecht. Nein, er lag richtig. In der nächsten Nacht kamen die Samurai ins Dorf und schlachteten alle ab. Doshun nahm mich auf und versorgte meine Wunde. Dank ihm überlebte ich. Ich schulde ihm mein Leben. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Ich war dabei. Oder mein Vater war zumindest dabei. Er ist schon gut gemacht. Wir laufen durch Schlamm und gucken uns die Füße an, wie dreckig die jetzt sind. Warte, ich will was hier ausprobieren. Hier ist doch das Wasserlauf. Dann müssen wir sauber werden, oder? Warte. Ja, meine Füße sind wieder sauber. Guck. Wieder saubere Füße. So, wenn wir jetzt hier wieder laufen, kriegen wir wieder schmutzige Füße. Wahnsinnig gut gemacht. Kitabas Schlachtfeld, okay. Etwas liegt auf dem Weg. Getötete Männer. Mein Ehemann. Bleibt hier. Ich sehe nach. Ich glaube, mir wird schlecht. Atme tief durch. Dieser Mann ist älter. Rokuro. Er ging mit meinem Mann fort. Er war neu im Lager. Das war doch ein Pfeil, oder? Ja. Da schießt einer mit Pfeilen. Ach, das sind die,
die Kameraden hier. Ey, trifft mich ja, ja nicht hier. Wo ist noch was? Hier oben müsste ich doch eine gute Übersicht haben. Da ist noch einer. Er ist jünger. Er hat ein Muttermal am Kinn. Das ist Kanichi. Er hatte Frau und Kinder. Glaubt ihr, mein Mann entkam? Wir müssen die Mongolen schnell finden. Etwas liegt auf dem Weg. Dieser Reis muss aus eurem Lager stammen. Wahrscheinlich. Sie nahmen all unser Essen. Folgen wir ihm. Was würde Hotoki sagen, wenn sie wüsste, wer ihr seid? Verstümmelt, ihr Dorf abgeschlachtet, nur wegen der Arroganz eures Vaters. Tja, so leid es mir tut, da hat sie recht. Ja. Guck mal, eine Reisspur. Ihr habt meine Frage nicht beantwortet. Nach meinem Mann. Glaubt ihr, er entkam? Wir sollten uns beeilen. Ich versuch's ja. Aber die Füße und der Rücken. Ich musste mitkommen. Ich verdanke Do schon alles. Doch wenn ich meinen Mann verliere, weiß ich nicht, was ich tun soll. Wir finden ihn. Ich glaubte nie, ich hätte mal Familie. Doch dann traf ich Togo. Mit ihm wurden so viele Dinge möglich. Aber ohne ihn... Da hinten sind sie. Was sind wir denn jetzt? Gonaura Cap. Okay, sollten wir jetzt einfach so hinlaufen hier? Bleibt hier, bis die Mongolen tot sind. Oh Gott, ganz schön offen hier alles. Könnten wir hier rumgehen? Oder links rum? Oder wir schleichen uns an. Zieht eure Klingen! Wir versuchen uns einfach mal auf den indirekten Weg. Boah, die sind ganz schön stark, hey. Da, am Strand sind Mongolen. Ich sehe nicht genug. Was suche den Mönche und immer eine Gefangene genommen wurde? Du siehst nicht genug? Kauf dir ein Fernglas. Ah, sie kommt auch. Togo, ist er verletzt? Ich weiß nicht. Aber die Mongolen töten ihn, wenn sie uns bemerken. Okay, es sind ganz schön viele. Ein Mönch. Du schon. Er ist gefesselt. Ja, super. Hinrichtung. Nein. Ihr könnt nicht beide retten. Opfert ihren Mann. Ach du Scheiße. Sie in der Verzweiflung. Stirbt der Mönch, wird ihre Hoffnung mit ihm sterben. Ach du Scheiße. Ihr müsst sie retten. Ich kann sie nicht beide retten. Sobald ich etwas unternehme, sehen mich die Mongolen. Und dann? Ich will niemanden verlieren. Ich tue mein Bestes. Ja, was machen wir denn jetzt? Entscheide, welche Geisel du rettest. Oh, warum meine Kamera ist unscharf? Hallo, Kamera, 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 Kamera. Ich bin unscharf. Warte mal. Ah, besser. Ey, das ist fies. Das ist mega fies. Scheiße. Ey, was machen wir denn jetzt? Den Mönch oder den... Den Mann. Das ganze Dorf braucht den Mönch. Ich weiß es nicht. Also,
nach dem ersten Gefühl würde ich sagen, der Mönch, weil das ganze Dorf von dem Mönch abhängig ist. Und wenn wir jetzt den Mönch nicht retten, dann ist das ganze Dorf am Arsch. Wenn wir den Mönch natürlich retten, ist der Mann nicht mehr ganz nett und sie ist dann allein und verlassen. Retten wir den Mann, ist sie und dann das ganze Dorf und... Scheiße. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich würde den Mönch retten. Wir können nicht wirklich beide retten. Ich meine auch, wenn ich jetzt die da drüben kill, heimlich still, da ist auch der Felsen in der Mitte. Oder können die das sehen? Ja, die können da durchschauen, ne? Hinten. Ja, die sehen die. Shit. Oh, das ist so richtig fies von dem Spiel. Wie will solche Entscheidungen nicht in einem Spiel treffen? Leute, wir sind tot. Wir sind tot. Der Mann ist schon tot, oder? In dem Blick, wo ich da angreife, ne? Denke ich mir. Hallo, Pfeile, ist nur noch einer da? Hey.
Ey Leute, das kann doch nicht wahr sein, oder? What the? Ja, der andere war schon tot, ich hab's gesehen gerade. Also, keine Chance, ne? Ey, ich hab eine Idee, warte mal. Wir machen jetzt mal Folgendes, wir speichern jetzt hier einfach mal, versuchen jetzt halt nicht zu sterben, was nicht so einfach ist. Und ich habe keine Giftpfeile mehr, ne? Wahrhaftig. Tödliches Gift ist weg. Na toll. Legion Jacinta, you will. Was sagt, er ist tot. Scheiße, ich hab's gerade gesehen. Scheiße. Weil wir diesen blöden Dingi gekillt haben erst. Den Schamanen hier. Ich hab mir gedacht, der muss weg. Weil solange der hier sein Hololololo macht, sind die nämlich viel zu... Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Wo ist die Frau? Die steht da hinten noch. Ich schulde euch mein Leben. Mhm. Mein Herr, der junge Mann, lebt er noch? Ich kam nicht mehr rechtzeitig. Vergebt euch selbst. Er verdient die Hölle, keine Vergebung. Hotoki. Ihr nahmt meinem Kind den Vater. Hätte ich das. Unser Leben ist euch nichts wert. So war es vor 15 Jahren und so ist es auch heute noch. Es gab keine richtige Wahl. Sein Tod wird nicht vergebens sein. Es war klar.
sie wird euch bei Zeiten vergeben. Ihr selbst müsst euch auch vergeben. Ja, das war klar. Interessant wäre es jetzt, was passiert, wenn wir es andersrum machen. Wir können jetzt abspeichern. Sie geht jetzt zu ihrem Mann. Na toll, da wäre ein Explosionsfässer gewesen. Wir können jetzt abspeichern. Und dann nochmal das Laden von vorher, ihn retten und schauen, was dann passiert. Ob das auf dem Nachgang irgendeinen Einfluss hat, keine Ahnung. Aber ich, ganz ehrlich, ich mach das. Das interessiert mich jetzt einfach echt. Pass auf. So. Jetzt haben wir gespeichert. Okay, und jetzt nehmen wir das hier. Bitte was? Hä? Na hä? Was? Wie? Nein. Ja, das ist ja okay. Und jetzt nimm mir bitte den. Das ist nicht mehr da. Was soll denn der Kack? Guck mal, es ist nicht mehr da. Scheiße, speichern, nein, Spiel laden. Nein, so, jetzt aber, warte. Laden, okay. Das ist nicht mehr da. Ihr werdet wahnsinnig. 15.09., das ist alles zweimal 57. Das kann doch nicht stimmen. Also irgendwas läuft jetzt schräg, Leute. Hä? Jetzt geht die Steuerung nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Die Steuerung geht nicht mehr. Okay, jetzt läuft es hier völlig schräg, hey. Jetzt stimmt hier hinten und vorne die ganze Steuerung vor allem nicht mehr. Ja, das ist nicht mehr da. Er hat mir diesen Spielstand überschrieben, den wir abgespeichert haben. Das finde ich jetzt ziemlich bescheiden, sage ich jetzt mal. Unsere Steuerung stimmt nicht mehr. Hey, irgendwo ist jetzt hier der komplette Wurm drin. Deswegen. So, das finde ich jetzt ziemlich scheiße, dass er den Spielstand nicht mehr hat.
als wir da vorne standen und es abgespeichert haben. Scheiße. Na gut. Das ist Mist. Das ist Mist. Sind jetzt hier wenigstens dieser Mönch jetzt hier dann gerettet? Ach, das wurmt mich schon, diese Entscheidung. So eine Entscheidung ist kacke. Wo ist Tenzo? Auf den Klippen. Spricht mit einem Freund. Der redet mit geschlossenem Mund. Auf den Klippen spricht mit einem Freund. Ich sehe ihn nicht. Ja, das werde ich ihm sagen. Was denn? Ja, mach halt. Auf den Klippen spricht mit einem Freund. Toiletten vielleicht? Schups. Wir sind doch im Hauptlager, ja genau, doch, stimmt schon. Trifft den Tag und morgen das Griechen auf zu machen. Dass wir das nicht mal von der anderen Seite spielen haben können, weil er den blöden Spielstand überschrieben hat. Das wurmt mich jetzt schon. Ich will hier runter. Was? Hey, wie komme ich denn jetzt hier? Will jetzt hier ganz außen rum rennen, oder wie? Herausforderung? Ey Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin total verwirrt nach dieser Aktion. Okay, wir rennen wieder zurück. Gut, natürlich, klar, was sonst? Wir rennen hier so gerne in den Kreis. Hier in der Gegend rum. Lalalala. 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 Ja, würde ich auch an deiner Stelle hier. So, er ist an den Klippen. Wo ist dieser Typ denn? Verdammt nochmal. Gute
soll mal einen Mann getötet haben, nur weil er auf ihre Treppe gepinkelt hat. Es war noch schlimmer. Er war sturzbetrunken. Mehr Mongolen lügen! Ach, hier ist er. Der Adler spricht die Wahrheit! Lässt du mich warten, Jin? Ja. Töte den Feind nächstes Mal nicht so voreilig. Vielleicht wusste er etwas Brauchbares. Gesungen hat er. Du nanntest ihn einen Lügner. Was hat er gesagt? Das kann warten. Das Schiff legt bald an. Wenn es da ist, sag deinen Männern, dass wir es leise entern. Wenn es zu viel Schaden nimmt, durchschaut das Kriegsschiff des Adlers unsere Tarnung, bevor wir nah genug zum Angriff sind. Keine Angst, Jin aus Yerikawa. Das Trossschiff wird keinen Kratzer abbekommen. Ruh dich jetzt aus. Das Schiff wird bald hier sein. Jin aus Yerikawa. Es ist Zeit. Sie kamen mit Ruderbooten an Land. Wir borgen sie uns für den Weg zum Schiff. Der Nebel ist gut für uns. Wenn sie uns kommen sehen, könnte sie das verscheuchen. Legen wir los. Wirkt das Gift des Adlers noch? Ich bleibe bei Sinnen, falls du das meinst. Nein. Du sagst, es lässt dich Dinge sehen? Dinge, die ich vergessen will. Wie dein Seidenhakama mit Blut zu besudeln? Ein bisschen schlimmer als das. Gut, ich beiße an. Was ist das Schlimmste, das Jin aus Yerikawa passiert ist? Der Tod meines Vaters. Wir kämpften gemeinsam. Dich zu treffen. Tut mir leid. Muss es nicht. Du wusstest es nicht. Ja, mein Vater war nicht so der Netteste irgendwie. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich finde ihn jetzt nicht so nett, da die ganze Insel hier die ganzen Leute gemeuchelt hat. Ihr wisst, wie es läuft. Schnell und blutig. Ja, Leute, das war mal ein schneller Angriff. Ey, das gibt's doch nicht. Warum gehen wir die ganze Zeit Tops hier? Heißen wir diese Mongolen nach Ikiat willkommen. Auf sie, sonst bemerken uns noch mehr. Ich könnte flöten. Sie haben mich schon gesehen. Rückzug! Nein, ich schleiche mich hin. Schalte die Waffen aus. Die sprengen euch in Stücke! Na los, Jin. Zeig uns, was ein Samurai kann. Achtung, Beschuss! Halte den Kopf und... Oh.
wissen, wer ihr seid. Sie locken euch in eine Falle. Ihr seid nicht echt. Wenn ihr sterbt, sprechen die Plünderer dann ein Gebet für euch? Dasselbe, das sie vor dem Mord an eurem Vater sprachen. Wie ging das Gebet nochmal? Ihr kennt die Worte. Sie verfolgen euch. Möge euer Tod allen anderen dienen. Seid still! Als er starb, wart ihr zu schwach, um ihn zu retten? Ich trug keine Schuld. Jetzt. Yeah.
Dudley! Okay, was denn noch jetzt hier? War's das? Ich hab keine Pfeile mehr. Hat ja ganz schön gedauert, die Kanonen lahmzulegen. Ich dachte, du bräuchtest mal eine Verschnaufpause. Wie umsichtig. Was ist los mit dir? Zuerst stehen wir Schulter an Schulter und dann möchtest du anscheinend die Klingen kreuzen? Nicht jetzt, Samurai. Wir haben zu tun. Dann lass uns danach weiterreden. Nimm Kurs auf das Kriegsschiff des Adlers. Hoffentlich merken sie nicht, dass die Besatzung Plünderer sind. Ja! Oh Gott. Hoffen allein reicht nicht. Lass deine Männer sich verstecken, wenn wir in Sichtweite kommen. Ein leeres Schiff ist ja gar nicht verdächtig. Es verschafft uns Zeit, uns an ihren schweren Kanonen vorbeizunähern. Wir warten, bis sie an Bord kommen. Dann greifen wir an, jagen ihren Schwarzpulvervorrat hoch und reißen dem Biest den Bauch auf. Wehe, du liegst nicht richtig. Wir müssen angreifen. Noch nicht. Gleich. Angriff! Okay, Leute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Diesen Angriff, diesen Ding machen wir in der nächsten Folge. Wir sind schon über der Zeit. Nachdem wir so schlecht gekämpft haben und die ganze Zeit den Löffel abgegeben haben, hat es etwas länger gedauert. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann erobern wir dieses Kriegsschiff oder aber auch nicht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.